Quicksort Rachel. Ja? Lass mich in Ruhe, Rachel! So schnell kann's gehen, Rachel. Könnte man die anzünden, wenn man jetzt eine Fackel hätte? Oh, der brennt noch. Der brennt noch! Der ist voll wütend, nur weil er brennt. Ich wäre auch schlecht gelaunt zumindest. Okay, Tür Nummer 1 geht's hier nach unten. Gucken wir mal, was sich hinter den anderen Türchen verbirgt. Mehr Moppel. Aha. Edge Badge. Okay, Türchen Nummer 2. Haben wir eine Verbindung zu Türchen Nummer 3? Okay. Türchen Nummer 4. Items. Headlight und Recollect. Oh Gott, hab ich mich erschrocken. Dabei habe ich den schon irgendwie, ich habe den schon gehört. Hat wenig gebracht. So, und Tisch Nummer 5. Noch mehr Gegner. Na komm, explodier du. Explodier! Ich hab gesagt, explodier. Der will mich. Okay, durch Nummer 5 haben wir nix. Na gut, dann geht's wieder in die 1 und ab nach unten. Hui. Konnten wir schon runter gucken? Ui. Das ist mal ein Hell-Dunkel-Kontrast. Alle schauen gebannt in die Flamme. Fuck! Der war doch schon hin! Och nö! Der hat doch schon nichts mehr gehabt. Ich dachte, ich krieg ihn kaputt.
So. Kurzes Päuschen. Bis gleich. So. Na dann, machen wir weiter. Wir sind zwar gerade sehr unglücklich da verreckt, aber wir haben ja auf dem Weg dahin so einige Abkürzungen freigeschaltet. Von daher müsste es relativ schnell wieder gehen. Wo wollte ich hingucken? Da wollte ich hingucken. Manchmal will ich mir gerade irgendwo noch eine Statistik anzeigen lassen und dann gucke ich rüber und weiß aber gerade in dem Moment dann schon nicht mehr, welche es eigentlich war. Welcher hier alle möglichen Stats gerade mir anzeigen lasse. In dem Fall war es, ob ich an der Festplattenauslastung sehen kann, dass der Ruckler durch das Nachladen kommt. Ach komm! Ach, wie ich es immer so mache, wenn ich dann zum zweiten Mal so ein Gebiet langlaufe, bin ich einfach viel zu unvorsichtig, stürze mich einfach rein, weiche zu wenig aus. So, jetzt nochmal in Ruhe hier. Ich dachte, ich bin weit genug weg, das war jetzt einfach dumm. So, komm, angehopst. Jetzt will er nicht hopsen. Jetzt will er hopsen. Hüpf, hüpf. Ist nicht so wahnsinnig weit, aber ist ein Stück. Ich würde gerne probieren wollen, ob man die anzünden kann. Ich weiß, es ist nicht so spannend, aber ich will es mal ausprobieren. Ich mir jetzt eine Fackel hole, ob das geht. Kann man nicht sehen. Light Torch. Tada! Funktioniert. Ich weiß nicht, ob es so clever ist, wenn es auch so um sich rum denn direkt anfängt, überall zu brennen. Aber irgendwie finde ich es, weiß nicht, ist doch irgendwie angenehm, oder? Wenn alles brennt. Mögt ihr das nicht auch am liebsten?
So, dann haben wir uns die Seelen wieder und dann machen wir den gleichen Kampf nochmal von vorne, ohne diesmal beim letzten ausgerechnet zu verrecken. Das war schon wieder ganz schön knapp. Au! Ach du Scheiße. Den Trank. Nein! Oh Gott, ich kam noch weg. Nee, Mann, hier kriegen wir jetzt das Item, was wir oben brauchen. Scorching Iron Scepter. Ja, wenn das einfach so glüht, dann stecken wir uns das einfach direkt in die Hosentasche. Passt schon. Geronimo! Irgendwie gerade komisch, dass immer so zwischendurch so rückkommt. Ich habe echt keine Ahnung, woran es liegt. Ich kann jetzt an den Anzeigen leider auch gerade nichts rumstellen, um mir andere Sachen anzeigen zu lassen. Eventuell ist es doch, das habe ich echt bei so einigen Spielen total krass, dass ich halt gucken will, was genau ist jetzt voll ausgelastet, warum man keine höhere Framerate erzielt. Und dann sehe ich so, dass von meinen 12 Threads genau einer voll ausgelastet ist. Alles andere schläft. Ein Thread ist voll ausgelastet. Hätten wir uns eigentlich jetzt auch mal zurückporten können hier? Vielleicht ist es ja auch so, dass einfach irgendeiner doch am Maximum ist und dann gibt es kurz runter. Mal den Ofen mal an hier. Hallo? Ah, okay, der eine fährt nach unten, der andere fährt nach oben. Ich denke mal, unten waren wir schon überall. Ich weiß es gerade echt nicht. Ich fahre erstmal nach unten nochmal, wir können ja dann auch gleich wieder hochfahren. Wenn es Bullshit ist.
locked. Okay, hier waren wir in jedem Fall noch nicht. Das ist ja krass. Okay, hier geht es auf jeden Fall noch weiter nach unten. Dann kommen wir von oben. Dann kommen wir von oben. Ja? Au. Staub? Achso, nee, ist ja kein Staub, ist ein Asche. Au! Das war nicht so clever. Das war nicht so clever. So, nur mal so als Test, wir fahren jetzt erstmal nach oben. Guck mal, was da ist. Sieht auf jeden Fall alles ziemlich geil aus hier mit den Lichteffekten. Genau, hier oben waren wir. Es ist halt die Frage, ob wir... Da war doch noch dieser andere Fahrstuhl. Ah, der fährt jetzt auch hoch und runter. Das heißt, wir kommen da nicht nur rüber, sondern wir kommen auch von hier jetzt noch zu einer Etage. Hier waren wir nämlich wiederum noch nicht. Wow! Au! Es geht nicht manchmal kurz aus? Mal nicht, dann müssen wir erst einen Hebel oder so betätigen. Ach, hier haben wir die Abkürzung jetzt wiederum. Okay. Okay, und hier fehlt uns noch irgendwas. Ach komm! Ich hätte ja verstanden, wenn es Schaden macht, aber dass es uns instant tötet. Das ist so ganz knapp. Joink. Greifen wir uns das Item. Also mal abgesehen davon, dass es sich überhaupt nicht lohnt und wir wieder 50.000 Seelen verballert haben. Ja, aber die sind echt nicht mehr so wild. Haben wir die verballert? Ne, die liegen jetzt einfach nur oben, ne? Ich überlege gerade, aber sind wir davor... Ne, davor sind wir unten verreckt. Die haben wir verballert.
What? Was genau passiert hier? Manchmal kriegst du auch wirklich gar nicht hin, mal einen Schritt zur Seite zu gehen. Nach diesem Versuch machen wir uns dann auch mal wieder menschlich. Joink, joink. Ach komm! Hey Lord Antikor! Über 300 Tode? Ah, mal gucken. Wenn es so weitergeht, dann locker. Ach Gott, schon müssen wir noch eins weiter haben. Okay, schon alles. Nicht so! Achso, wir wollen das mal wieder menschlich machen. So langsam ist es echt ganz schön wenig HP. Wo wir da hinkommen, haben wir auch noch nicht ausprobiert, oder? Da geht's auch nur zurück. Ich guck gleich mal. Vielleicht weniger mit Feuerdings rumprügeln, wenn hier die ganzen Explosivfässer sind. So eine Idee. Ich weiß gerade nicht, ob wir hier schon waren. Okay, da ist eine Truhe. Da waren wir auf jeden Fall noch nicht. Ach du Scheiß, sind da viele Gegner.
Ja! Gut, dass ich ordentlich Damage mache, wenn ich mal treffe. Ey, ich hätte nicht gedacht, dass das irgendwie schaffbar ist für mich. Hoffen wir, dass sich die Truhe lohnt. Nicht nur irgendein Mimik, der mich frisst. Smelter Wedge. Was genau ist das? Ach so, diese Dinger. Okay, davon brauchen wir auf jeden Fall jede Menge. Das ist sinnvoll, davon ein paar mehr gefunden zu haben. Nee, bitte keine Spoiler. So, da oben gehen wir nicht nochmal lang. Wir gehen wieder hier rüber. Und versuchen den jetzt zum 100. Mal umzukloppen. Mann, diese bekackte Lava. Ich dachte, ich komme noch raus, um mich mal zu heilen. Das gibt's doch nicht. Ich schaff den einfach nicht. Ja, ich überlege schon, ob wir mehr Feuerwiderstand anziehen. Das Problem ist, dass die, dass der Schaden der Lava eigentlich ziemlich egal ist. Es geht darum, dass er mich dann immer so ein bisschen stunt und die Keule macht dann Schaden. Also Keulenwiderstand wäre viel sinnvoller. Ach komm! So! Ja, da zaubert irgendjemand, macht ihn fetter und stärker und besser. Gucken wir gleich mal. Okay, hier ist irgendwie nix. Außer schon wieder eine äußerst schlechte Textur da unten. Petrified something? What's what to see? So, machen wir hier mal auf. Okay. Tschüss.
Ja, die hat ihn wahrscheinlich ein bisschen stärker gemacht, als er sonst so wäre. Ansonsten war das ziemlich peinlich, was wir da gemacht haben. Ich weiß nicht, bewegt die sich ja nun wieder so ein bisschen? Ich kann es echt nicht, gerade nicht beurteilen. Ich würde jetzt aber nicht sagen, dass es mimmig ist. Life Ring plus 3. Das ist vielleicht ganz geil. Vielleicht ein bisschen Damage gegen ein bisschen Life. Ein Unterschied. So, aber dann hat sich das auf jeden Fall gelohnt, weil wir wollen ja am Schluss irgendwie alle Seelen haben von dieser komischen Irren. Und jetzt haben wir eine mehr. So, haben wir hier schon... Hier waren wir. Das haben wir alles gesehen und begutachtet. Für gut befunden. Geht's hier noch weiter hoch? Ja, ich glaube, hier waren wir auch schon überall. Hier waren wir gerade, oder? Ich guck nochmal eben. Ich verlaufe mich hier einfach ununterbrochen. Ich schaue noch mal kurz. Ja, ja, hier waren wir gerade. Okay, dann jetzt wieder nach unten. Dann würde ich sagen, haben wir hier oben alles. Dann fahren wir jetzt nach unten. So, die gehen nicht auf. Hier geht's weiter nach unten und da drüben sind wir verreckt. Scheiße. Ja, hier sind wir verrückt. Na komm, du lauf da an die Flammen. Oder geh mir aus der Sonne. Oh, das war eng. Hätte er ruhig mal runterfallen können, ey. Ach komm, nur hau da nochmal zu. So. Mensch. Manchmal weiß ich auch nicht, was ich hier für ein Mist verzapfe.
zuhauen. Danke. Okay, also falls man noch Titanite braucht, dann geht man wahrscheinlich eher hier hin. Tower Key. Na also. Na, dann können wir gleich wieder nach oben fahren. Mal Türchen aufmachen hier. Ja, ich dachte, hinter ihm bin ich sicher. Au! Ich dachte, unter seiner Keule bin ich sicher. Au! So. Twinkling. Twinkle, twinkle, little tiny. So, dann fahren wir noch mal ganz nach oben. Achso, jetzt können wir hier auch aufmachen. Dann machen wir erstmal hier auf. Ach Mann, ich sollte mir mal irgendwie aufschreiben, wo man überall an Türen vorbeigekommen ist, die man nicht aufbekommen hat. Kommt immer Schlüssel und weiß dann gar nicht, wo noch überall was war. Oh Gott, das ist alles riesig. Jetzt fahren wir erstmal hier runter. Okay. Feuer! Oh Gott, jetzt kommt doch hier irgendein fieser Bosskampf. Welcome to the jungle. Hätte ich vielleicht nicht aufmachen sollen. Hätte ich vielleicht nicht aufmachen sollen.